Ach, das ist einer. Bringt er die in die Höhle? Geh! Ich sagte, geh! Komm, geh. Einmal ablenken. Ja, dreh dich um. Geh hin. Ja, komm. Zack! Du klaust hier keine Leute. Bitteschön. Lass das doch! Ich. So, Kopfschuss noch dazu. Sag mal, was machst du denn? Ich wollte dich hier wegbringen. Jetzt willst du sogar in die Höhle reinrennen. Was ist das denn für ein Quark? Hallo? Ist da jemand? Ah, ist noch keiner mehr da. Dann plündern wir ihn mal kurz. Taschen, packen ihn mal hinten schön an seinen kraftvollen Rücken. Da findet man ja so viel. Hopp. So. Aber was hat diese Höhle zu bedeuten? Hey! Hey, du! Jetzt rufst du mich raus, obwohl ich gerade reingegangen bin. Was ist das denn für ein Was ist das für ein Käse? Hallo? Geht's dir gut? Was ist das denn hier? Brief nehmen? Ein verlorener Brief. 500 EP? Dafür, dass ich einen Liebesbrief von so einem abgekaterten Typen, sag ich mal, bekommen habe. Okay. EP sammeln vom Feinsten. Hi, was geht? Hallo. 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 Ich hab gesagt, hallo. Dann pflücken wir erstmal eine Pflanze. So. Okay, da unten war ich, glaube ich, schon. Wir geben uns mal ganz langsam runter. Hopp. Nicht, dass wir hier zu weit runterfallen, weil das ist nämlich... Das kann wehtun. Und da müssen wir uns wieder den Daumen einrenken. So. Da sind... Das war ein Löwe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Der Löwe... Ich will nicht vom Löwen bekommen werden, weil der nicht wirklich lustig ist. Das tut nämlich schon richtig weh. Da muss man sich, nachdem man von dem Löwen angefallen wurde, muss man uns natürlich auch wieder den Daumen einrenken. Okay, der Löwe macht da hinten mal schon ein bisschen Breitseite. Ich begebe mich mal ganz langsam hier runter. Stück für Stück soll man ja hier ganz langsam und ganz leise vorangehen. Und Leute, möchte ich auch erwähnt haben, hier in dem Wasser gibt es Krokodile. Und gegen diese Krokodile muss man sich wehren, falls mal eins dazukommen sollte oder sich bequemen sollte, einen auffressen zu wollen. Und da ist schon eins, seht ihr es? Er lauert. Er hat sein gieriger, lüsternder Blick. Man sieht sie kaum. Also wenn man nicht drauf achtet, sieht man sie sehr schlecht. Und ich schmeiße ihm mal einen Stein auf den Kopf. Na, so, guck mal hier. Da, schön gegen den Kopf. Guck mal hier. Gefällt dir das? Also ich glaube, der kommt gleich raus, wenn es so weitergeht. Hallo? Kommst du auch raus? Wie sieht es mit dem Bogen aus? Magst du Bogen? Okay, das habe ich schon mal gemacht. Da habe ich mich verdammt erschreckt. Das lasse ich lieber. Weil nämlich, wenn man zu doll an dieses Krokodil reingeht, schnappt das Vieh irgendwann zu und ich war da darauf nicht gefasst. Und naja, wie man es bei einem Spiel auch kennen mag, wenn man nicht auf sowas gefasst ist, dann zuckt man richtig zusammen und mir ist fast die Tastatur runtergeflogen. Also, war schon ganz heftig. Da hinten haben wir eine Karre. Und da kommt wieder wer. Man kann sich natürlich hier auch gut verstecken. Kann die ausspähen. So, die fahren da gerade rum. They see me driving. They haten. Ist das das Lager oder? Ein Hund? Ja, das ist das Lager, Leute. Und ihr habt schon einen Hund gehört. Und das Böse an diesem Hund, er kann schnuppern. Ja. Es ist ein Hund, er kann schnuppern. Problematisch wird es jetzt hier. Da wir, ich war gerade verschreckt vom Hund, dass dieser Hund uns riechen kann. Und er uns so entdecken kann. Und das ist das große Problem hier. Wenn er uns entdeckt, war's das. Weil ein Hund gilt hier auch als Mensch, sag ich mal. Und der kann einen entdecken. Nein, diese blöden Hunde. So, ich lasse jetzt einfach mal ins Lager rennen. Mal sehen, was passiert. Ah, die wollen mich. Ach, ihr wollt mich.
Boah, das war knapp. Das war sehr knapp. Gerade eben... Ah, die kümmern sich gerade um die Hunde. Okay, der Hund wurde gerade niedergestochen oder niedergebissen oder... Weiß nicht, was sie gerade mit dem veranstaltet haben, aber die haben hier den Hund weniger. Da müsste man nur noch die anderen Gegner finden. So. Jetzt hier erstmal eine schöne Spritze in den Arm reinziehen. Hallo? Ich habe immer noch so eine leichte... Ich will nicht sagen, Phobie ist das nicht, aber ich habe immer noch so einen kleinen Hintergrund von Slender, habe ich immer noch so im Kopf. So Leute, dann lasst uns mal hier das Lager ausräumen. Zack. Ja komm, beweg dich ruhig hin. Beweg dich ruhig hin. Ach, dann eben nicht, dann steche ich dich irgendwo von oben nieder. Oh, da kommt der Hund, Leute. Da kommt der Hund. Der Hund ist doch noch am Leben. Wir sollten aufpassen, weil der Hund muss irgendwann weg. Der muss... Ansonsten, wenn dieser nicht weg ist, wird er uns immer wieder riechen. Und was machen die jetzt hier? Der wurde gerade kaputt gemacht. Von wem? Oh, ein Tiger, Leute. Ein Tiger. Das heißt, das Lager könnte man freiräumen. Ohne, dass man entdeckt wird. Aber wir könnten hier auch gut erledigt werden. So, Außenposten befreit. Ist das jetzt unsichtbar gewesen? Weil der Löwe hat ja alles für mich gemacht eigentlich. Unentdeckt. Ja. Herr Löwe? Herr Löwe? Herr Löwe ist weg. Aber Herr Löwe ist noch da. Haben wir noch einen freigeschaltet? Leute, ich würde mal sagen, wir machen jetzt noch einen, oder? Also das war mir viel zu einfach. Das war viel zu einfach. Das hat keinen Spaß gemacht. Naja, ein bisschen schon. Wenn der Löwe hier seinen Spaß hatte. Mein Freund? Aber erstmal, bevor wir das machen, immer in diese Hütten hier reingehen. Ihr habt immer eine große Hütte. Eine Haupthütte nenne ich sie. Und hier gibt es immer etwas. Zum Beispiel so ein Laptop. Und hier sind Speicherkarten. Und das gibt immer gut Erfahrung. Hier auch immer ein bisschen Gold dazu. Gold sei schon, Geld, Knete, Moneten. Und das Ganze kann man natürlich auch wieder schön investieren. Oder verkaufen. So. Zack. Müssen wir irgendwas auffüllen? Muss mal kurz gucken. Munition. Inventar auffüllen zu null. Was kauft nicht möglich? Alles voll. Ja, ich bin auch wieder voll gewesen. Darf ich hier raus? Hallo? Ah. Die Tür ging gerade nicht. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Wir haben noch einen. Und zwar den hier. Alte Mine. Boah, Minen. Das ist doch geil. Schöne dunkle Minen. Schöne dunkle Schächte. Slender im Rücken. Na, ich höre schon auf mit Slender. Ist langsam, glaube ich, seinen Witz verloren. Aber ich mag dieses Spielprinzip einfach so. Es ist einfach schön. Und was haben wir da hinten? Büffelos. Herr Büffel. Wir geben uns mal ganz langsam her. Hopp. Hopp. Ich sehe da hinten auch schon so ein... Was ist denn das? Ist das ein Dorf? Ein Dorf könnte es gut sein. Aber bevor man an solche Dörfer rangeht, Leute, späht es aus. Guckt, wo was sein könnte. Hier haben wir ein großes Haus. Hier ist ein Turm. Da hinten sind verschiedene Gebäude. Boah, das ist eine ganze Siedlung. Und wir haben ein Floß. Hallo? Ihr schießt doch nicht auf mich, oder? Und ja, wir wollen dieses Lager jetzt mal ausräumen. Und ich habe gerade was gehört, als wenn sich hier was bewegt hätte. Mal auf gut Glück schwimmen. Wenn ihr schwimmt und seht, dass noch nicht seht, dass ein Krokodil hinter euch ist, haltet den Finger immer auf C. Immer auf C bereit halten. Und da haben wir doch schon ein Krokodil. Wahrscheinlich sind diese Rosenblätter hier dieser Auslöser, dass das Viech immer so aggressiv wird. Mag es vielleicht gar keine Rosenblätter. Und die Leute schmeißen da immer eins rein. Kann ja gut sein. Ich will ja keine großen Vermutungen anstellen, aber Rosenblätter können Viecher aggressiv machen. Krokodile zum Beispiel, sieht man hier in Far Cry. Da
das ist ein bisschen leise hier. Also, ruhig, will ich damit gesagt haben. Ich muss... Für mich persönlich, ich muss immer wissen, wo die Gegner sind. Weil solange ich nicht weiß, wo die Gegner sind, kommt es mir irgendwie... Ja, ich will nicht sagen, mir kommt es spanisch vor, aber es ist halt diese... Ich weiß nicht, wo dieser Gegner ist. Und das sind unsere Compañeros, so Freunde, so Amigas, Amigos. Und... Ja, solange ihr nicht wisst, wo alle Gegner sind, ist das eigentlich... Ja, es ist tödlich, weil... Man kann sich nicht ungestoren bewegen. Und das hier ist, was ich hier gerade mache, ist auch eigentlich eine scheiß Idee. Weil ich nicht genau weiß, ob das unsere Gegend oder die Gegner eines Gegners ist. Könnte das sowohl als auch sein. Und wo ist denn hier etwas? Hier blinkt etwas auf. Das ist eine... Ach, da. Ach, die Kiste. Hab mir schon gedacht, was ist denn das für eine Kiste, die große Ding? Ich höre Hühner. Hühner, gebt ihr EP? Ein bisschen? Gebt ihr ein bisschen? Bleibt stehen! Ich krieg euch! Fast and Furious Chicken Drive! Drive-Thru! Hallo? Kein Knurren? Kein Löwe? Oh, Piggy! Piggy 12. Na? Oh. Was machst du denn hier? Möchtest du einen Molotow als Frühstück haben? Nee. Schweine, den tue ich nichts. Den tue ich gar nichts, weil ich habe alles, was ich von denen brauche. Boah, da tut sich aber gerade richtig selbstsüchtig an. Hier war ein Stall, hier haben sie... Also hier, das große Ding war ein Stall. Hier haben sie Reifentiere, haben sie hier gelagert. Sieht man auch, sie sind noch hier. Aber leider tot, sie bewegen sich nicht mehr. Hallo? Ich grüße euch, meine Freunde, wo seid ihr? Ich will alles von euch. Halb zerknüllte Zigaretten? Wer knüllt denn Zigaretten zusammen? I got the money. I got the money. Hallo? Kann ich den kaputt machen? Ja. Freunde? Feinde? Horse? Amazing Horse? Na, da haben wir hinten noch einen. Dann glitschen wir mal mit Bravour durch. Und ein Spinnenfetisch. Nein, nicht die Viecher. Nein, nicht schon wieder die. Das sind diese komischen... Das ist eigentlich so ein Straußenvogel, aber für mich sind das Kakadus. Also heißen sie hier bei mir. Da. Guckt euch diesen eleganten Lauf an. Ihren gierigen Blick zu mir. Das könnten Gegner sein, oder? Nein, sind auch keine... Geht weg, ich will euch nicht. Geht weg. Geht weg. Hier ist ein Stein. Ihr greift euch jetzt nicht an, oder? Ein Stein gegen den Kopf, wie geht's? Okay, ich glaube, ich lasse sie lieber. Ich weiß nicht, auf was das hinauslaufen wird, aber... Ich glaube, wenn die Viecher ausrasten, dann war's das hier. Dann ist ja nicht mal Duke Nukem mehr dagegen gewappnet. Ah, hier ist die Kiste. Genau. Und wir machen natürlich gleich den Außenposten. Diese eine Kiste möchte ich mir noch holen. Und zwar die hier. So. Alles voll. Mal gucken. Ja, auch voll. Auch 5 Pfeile. 160. Alles klar. Faustregel. Niemals im Kampf nachladen. Das endet sehr böse. Selber schon gemacht. Und hier ist die Kirsche. Die große Kirsche. Kaputt die Kirsche. Sag ich, oh. Ich dachte schon, mir folgt hier so ein Vogel. Was bist du denn für ein Vogel? Nee? Mal gucken. Ist hier oben vielleicht einer? Auch schon gehabt. Hier war mal oben Vogel drin. Also sowas gibt's auch. Wo schießen die denn eigentlich? Da hinten. Yes. Wie kann man denn... Ihr schießt mit einer MP oder mit einem Schrotgewehr oder mit dem... Leute, ihr schießt mit einer AK ins Gesicht von einem Vieh und trefft nicht. Was ist das denn für eine Sache? Darf ich hier auch runter oder bin ich auf ewig verdammt? Wollte schon sagen, runterglitschen, genau. So, habe ich nicht mal meinen Barbie-Anzug. Meinen Barbie-Badeanzug habe ich gerade nicht mehr dabei. Den muss ich mir nachher gleich nochmal holen.